Wenige Tage nach dem sensationellen Fund einer römischen Bronzestatue in Neumarkt-Pfongau befindet sich das Stück im Fachbereich Archäologie im Salzburg-Museum. Gleich nach dem Fund wurde die Venus von Experten des Salzburg-Museums restauriert. Die Venus ist eingeliefert worden mit dem Verband noch mit Lehm und Erde. Es wurde mit lauwarmem Wasser und destilliertem Wasser leicht gereinigt. Und nach der Reinigung wurde ein Zustandsfoto angefertigt, um festzustellen, wie die Patina ausschaut und auch aus dokumentarischen Gründen. Und die Überraschung ist eigentlich bei der Ausstellung herausgekommen, dass der Gegenstand im Feuer gelegen ist. Und da bei den Haaren sieht man schon eine leichte Anschwurgelung. Also da war schon sehr hohes Feuer, ist da in Berührung gekommen. Wenn das ein paar Zentimeter und vielleicht etwas länger gedauert hätte, wäre die Figur bei 1000 Grad ungefähr zerschmolzen wie bei Silvester das Bleigießen. Bis auf kleinere Korrekturen ist die Restauration der Statue abgeschlossen. Auch für so einen erfahrenen Restaurator wie Bruno Reiterer ist es etwas Einzigartiges, eine solche Bronzestatue in Händen zu halten. Einzigartig in dem Fall ist es meine zweite figürliche Bronze, die ich in meiner 30-jährigen Karriere bis jetzt restauriert habe. Aber sonst ist es im Grunde genommen ist egal, weil was die Arbeit ist, ist die Arbeit. Aber man wird sich um einen rostigen Nagel wird man nicht so lange herumarbeiten wie bei so einer Figur. Das ist Alltag. Der Wert des Sensationsfundes kann noch nicht beziffert werden. Vor dem diesbezüglichen Gutachten muss die Venus noch fertig restauriert werden. Der Wert dieser Statue wird durch einen neutralen Gutachter bestimmt werden. Und zwar gibt es hier am Bundesamt einen Vertragsgutachter für das Österreichische Bundesdenkmalamt. An diese Person werden wir uns wenden, um hier einfach den sachgerechten Preis zu bekommen. Es ist sicher kein Millionenfund. Es ist für die Forschung, für das Land Salzburg, für das Salzburg-Museum, aber auch für die Stadt Neumarkt ein wichtiger Fund, bedeutender Fund, aber im Geldpreis also kein großer Schatz. 50% des Wertes werden auf jeden Fall an den Besitzer des Grundstückes im Pfongau gezahlt. Auch wenn die Salzburger Venus nicht mit der weltberühmten Venus von Willendorf vergleichbar ist, könnte Neumarkt Pfongau aufgrund des Fundes sehr wohl Berühmtheit erlangen. Durchaus, also in der archäologischen Literatur und im lokalen Bereich wird Pfongau und Neumarkt sicher berühmt werden. Es ist eine der schönsten und auch feinst ausgearbeiteten Statuetten, die wir aus dem Land Salzburg haben. Und auch innerhalb Österreichs gehört sie zu den führenden Sachen. Also da können wir uns schon ganz gut positionieren. Zu sehen sein wird die Venus vorerst im Museum in der Fronfeste in Neumarkt. Ihren Hauptstandort wird die Statue dann im Salzburg-Museum haben.